Jo, hallöle, hallöle, hallöle. So, ich habe ein bisschen was gebastelt. Wollte ich euch mal zeigen. Ich habe Gittermasten, Flutlichtstrahler als Gittermasten gebastelt. Mit den kleinen Lämpchen hier. Das ist eine alte Brava-Kiste. Ne, könnt ihr das sehen? Die ist natürlich ziemlich hoch. Das war mir ein bisschen zu hoch. Dann habe ich das gebaut. Aus Teilen hier, ne, angemalt, die ganzen kleinen LEDs hier, und zwar aus dem Zeug hier. Ihr seht ihr das? Das sind Signale eigentlich von Brava. Ich mache das mal auf. Da sind die Gittermasten drin. Da kann man viel mitmachen. Da habe ich schon viel mitgemacht. Ich werde euch das gleich mal zeigen. So sieht er aus. Ne, der ist noch nicht ganz fertig. Aber das macht was her. Also Gittermasten basteln. Ne? Weil jetzt könnt ihr mal den Unterschied sehen. Das ist hier. Ich zeige euch das mal Augenblick. Wartet, 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 wartet. Hier. Ich wollte die ein bisschen kleiner haben. Filigrane auch. Seht ihr das? Ne, das ist. Das ist zwar altes Material, die gibt es ja auch von Markenherstellern. Wie gesagt, ich kriege keine Werbung dafür. Gibt es sie natürlich auch. Jetzt zeige ich euch, was ich damit gemacht habe. Achtung, jetzt wird es mal dunkel. So, hier oben habe ich mir ja so eine Skipiste gebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das Loch, was ihr dann seht, ist kein Abfall, kein Müllloch, sondern das Loch ist. Ja, ist ja noch eine Serviceklappe, die kommt. So sieht das jetzt hier aus. Ich habe Notbeleuchtung an. Ich gehe mal da rum. Wackelt natürlich wie immer, nicht böse sein. Also hier. Das ist die Skipiste. Und da sind Flutlichtstrahler, die ich gebaut habe drauf. Das sind die Flutlichtstrahler. Hier seht ihr mal einen. Die sind nicht so groß. Nicht so hoch, nicht so klobig. Denkt dran, ich baue hier Sachen nicht spurgenau in 1 zu 160, sondern wie viele andere Videos, was man hier auch sieht, sind viele, die da einfach Perspektiven basteln. Ne? Das muss alles irgendwie so für das Auge, mache ich das. Das ist also die Skipiste hier. Wackelt wieder. Da seht ihr mal die Strahler. Ne? Von Weitem macht das was her. Wie gesagt, Skipiste. Und die Strahler sind cool. Ja, einfach cool. Kann man viel mitmachen mit den Brava-Dingern, die ich euch gerade gezeigt habe. Ne? Das ist meine Skipiste hier mit Nachtfahren. Ja, in diesem Sinne, Basteleien ohne Ende. Ich melde mich wieder, ich bin da fleißig zugange hier. Benutzt habe ich natürlich viele, viele Produkte der Markenhersteller. Und wie zum Beispiel die Beleuchtung hier von den Fiesmänners. Die Fiesmann-Jungs haben ja ein paar interessante Sachen. Muss jeder für sich selber wissen, ob er sich das antut oder selber mit dem Lötkolben. Bin jetzt nicht der große Fummler mit dem Lötkolben, weil ne, die Finger verbrennen können ja andere. Ja. Skipiste, so sieht das im Moment aus. Im Dunkeln, wunderschöne Sache für den Betrachter. Und ich fummel mich da mal weiter rum. Wie gesagt, ich benutze da das normale Zeug alles. Man muss ein bisschen Vorstellungskraft auch haben, ne, bei der ganzen Sache, wenn man so eine Anlage baut. Vorstellungskraft ist wichtig. Ich denke manchmal richtig nur in 1 zu 160. Wenn ich was in der Hand habe, kann ich da gebrauchen, kann ich da was machen. Jetzt überlege ich gerade, wie ich mir Schneekanonen baue. Ja, ich wünsche euch was. Ich melde mich wieder. Viel Arbeit hier noch. Immer wieder mal was machen. Bis dann. Ciao. Ja, ich wollte gerade sagen, legt euch hin. Nö, entspannt euch.